Rufen Sie sofort an 080 55 300 und schon abends ist Premiere bei Ihnen zu Hause. Hasseröder Premium Pilsner präsentiert Ihnen exklusiv bei Premiere Boxen Live. Weltmeisterschaft im Cruisergewicht. Titelverteidiger Ralf Rokicani gibt Stefan Angern die zweite WM-Chance. Es ist der Rückkampf, die Revanche. Boxen live aus Zürich. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie umgeschaltet haben. Wir sind am heutigen Abend zu Gast in der Schweiz, genauer gesagt im Züricher Hallenstadion. Und im Mittelpunkt des heutigen Abends steht natürlich die sechste Titelverteidigung des Berliners Ralf Rokicani, der innerhalb von 4 Monaten zum zweiten Mal gegen den Schweizer Stefan Angern antritt. Und der Schweizer hat nur ein Ziel, er möchte zum ersten Mal in diesem Jahrhundert Schweizer Boxweltmeister werden. Wir haben noch gut 45 Minuten, dann betreten beide Boxer den Ring. Aber die ersten Informationen gibt es jetzt schon am Ring. Denn Bruderherz Rokicani ist da und auch der Kommentator mit Herz, Bernd Bönte nämlich. Ja, danke René. Hallo liebe Zuschauer. Herzlich willkommen auch hier unten am Ring. Freuen uns, dass Sie mit dabei sind. 12 hart umkämpfte Runden haben wir vor gut 4 Monaten gesehen zwischen Ralf Rokicani und Stefan Angern. Wir erwarten natürlich heute Ähnliches. Mit dabei war damals hautnah Graziano Rokicani, der Bruder des Weltmeisters. Graziano, was erwartest du denn heute von diesem Kampf, gerade auch in taktischer Hinsicht von beiden? Na, ich glaube, dass der Kampf heute eigentlich eindeutig aussehen wird, weil ich glaube, dass Ralf der bessere Boxer ist und die Fehler, wenn man Fehler sagen kann, die er im ersten Kampf gemacht hat, heute nicht machen wird. Und ich glaube schon, dass das heute ein klarerer Sieg wird. Das heißt, ich glaube, dass das nicht über die Zeit geht. Also, das war schon der vorweggenommene Tipp. Und wir wollen einmal, wie Sie das bei uns gewohnt sind, so etwa 30, 35 Minuten vor Beginn des Kampfes, einen Blick wagen in die Kabinen der beiden Kontrahenten. Da haben wir zunächst die Kabine des Herausforderers. Nein, jetzt, das war eine andere Regieanweisung. Hier haben wir den Weltmeister natürlich. Ralf Rokicani, bei ihm sein Trainer Fritz Zuneck, feierte übrigens letzte Woche seinen 50. Geburtstag und wünscht sich natürlich nichts sehnlicher als ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk von diesem Mann hier, nämlich einen Sieg heute. Du hast sicherlich mit deinem Bruder gesprochen, Graziano. Wie ist er denn drauf, der Ralle, wie ihn seine Freunde nennen? Na, ich war vorhin in der Kabine und er ist eigentlich sehr locker, wie immer, und macht einen guten Eindruck körperlich und einen konzentrierten Eindruck. Gut, dann wollen wir auch mal schauen, was macht der Herausforderer aus der Schweiz heute mit Heimvorteil boxend. Stefan Angern, da haben wir ihn gerade bei der Pratzenarbeit mit seinem panamaischen Coach Hector Roca. Glaubst du, er hat heute eine größere Chance? Du hast es eigentlich vorher schon verneint. Er hat sich verbessert, hat wieder in den USA trainiert, wie du das auch immer wieder machst. Aber ich glaube einfach, dass er, wie gesagt, boxerisch mit meinem Bruder nicht mithalten kann. Und daran wird der Kampf auch den Sieger ausmachen. Und ich glaube schon, dass es eine klare Sache wird. Das also die Kabine von Stefan Angern. Wir wollen die
Arbeit hier nicht weiter stören. Ja, abschließend natürlich noch ein Wort zu dir. Wie sieht es bei dir aus? Du wartest wie dein Bruder natürlich auch darauf, endlich Weltmeister werden zu können. Der hat es nun schon vor zwei Jahren geschafft. Du würdest es auch gerne nachmachen, endlich im Halbschwergewicht deiner Gewichtsklasse Weltmeister werden. Wie ist denn da momentan der Stand der Dinge? Die großen 4 Weltboxverbände sind mehr oder weniger belegt. Ja. Und wohin geht es bei dir? Na gut, da muss man abwarten. Ich habe jetzt in den nächsten Tagen ein Gespräch mit den Leuten, die dazu sagen haben. Also sprich passiert. Mit deinem Promoter, richtig, mit Sauerland. Ja, und da muss man sehen, was dabei rauskommt. Ich will um eine Weltmeisterschaft boxen und zwar um die Weltmeisterschaften, die auch, sagen wir mal, offiziell anerkannt sind und nicht um irgendeine WM, die eigentlich gerade jetzt vor ein paar Wochen neu erfunden wurde. Du sprichst also von dem kleinen Weltverband WBU? Ja, nicht nur von der WBU, es gibt ja jetzt insgesamt schon 12 Weltverbände und ich finde, langsam muss man auch als Boxer was dafür tun, dass der Boxsport nicht zum Wrestling wird, zur Show, und deswegen bin ich den Schritt gegangen und habe gesagt, dass ich nicht um die WBU boxe. Also das heißt IBF, WBA, WBC, WBO, die 4 Verbände? WBO boxe ich ja bekannterweise auch nicht mehr, weil ich da zu viel Zoffi habe, aber IBF, WBA und WBC bin ich sehr interessiert und glaube auch, dass es möglich wäre, eine WM zu holen nach Deutschland oder in Amerika zu boxen. Aber wie gesagt, bis jetzt ist das letzte Wort noch nicht gefallen und man muss abwarten, was die nächsten Tage bringen in den Gesprächen, und dann gibt es mehr Berichte. Gut, soweit Dankeschön. Wünschen dir auf diesem Weg alles Gute, hoffentlich einen baldigen WM-Kampf. Dankeschön, Graziano. Alles klar. Und von hier aus zurück zu René Hiepen. Liebe Zuschauer, wäre das nicht schön, wenn es nur einen Weltmeister gäbe, dann hätten wir nicht so viel IBF, WBA, WBU, was es nicht alles gibt. Ist es vielleicht für Sie heute das erste Mal, dass Sie bei Premiere zu Gast sind? Wir senden ja heute unverschlüsselt und Sie können uns dann die ganze Zeit über zuschauen. Wir haben ja nicht nur tolle Spielfilme oder Boxübertragungen für Sie, sondern auch im Fußball geht bei uns die Post ab. Die Bundesliga-Endphase, sie steht an. In der nächsten Woche 2 ganz heiße Lokalderbys. Und Boxen und Fußball haben manchmal etwas gemeinsam. Manchmal ist es nur eine Frage. Was für eine Frage? Eine Frage der Ehre. Samstag, 3. Mai, 15.10 Uhr. Der Ruhrpott kocht. Dortmund gegen Schalke. Wer ist der Herrscher im Revier? Sonntag, 4. Mai, 17.45 Uhr. Das Prestigeduell. 1860 gegen Bayern München. Wer regiert den Freistaat? Seien Sie live dabei. Wählen Sie diese Nummer 080 55 300. Die ersten beiden Monate gibt es zum Preis von einem. Wer bis 11 Uhr anruft, dem liefert der Otto-Versand das Premiere-Paket noch am gleichen Abend kostenlos. 2 Meisterschaftsderbys an einem Wochenende. Live und exklusiv nur bei Premiere. Jetzt anrufen 080 55 300. Das sollten Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen. Am nächsten Wochenende Dortmund-Schalke und die Bayern im Lokalderby gegen die Münchner Löwen. Wir kommen nun zu einem Boxer, den wir Ihnen ganz kurz vorstellen möchten. Vielleicht erinnern Sie sich noch an den Weltmeisterschaftskampf von Ralph Rocchigiani damals in Manchester gegen Carl the Cat Thompson. TKO. In der 11. Runde wegen einer Schulterverletzung musste damals der Brite aufgeben. Und der 10. Juni 1995, sicherlich ein toller Tag in der Karriere von Ralph Rocchigiani, aber auch ein rabenschwarzer Tag in der Karriere des Briten. Matthias Neumann hat diesen Briten getroffen und er hat festgestellt, dieser Mann hat nur noch ein Ziel. Er möchte unbedingt Weltmeister werden. Ganz allein war er gestern in Zürich. Kein Trainer, kein Manager, kein Tross von Freunden. Still saß er im Hotel in einer Ecke, niemand nahm groß Notiz von ihm, Carl Thompson. Im Juni 95 unterlag er Ralph Rocchigiani in einem mitreißenden Kampf. Der Deutsche wurde unter den Augen von Vater, Schwägerin und Bruder Weltmeister. Beide waren am Boden, für beide war es der härteste Fight ihrer Karriere. Und bis zur 10. Runde war der Ausgang des Kampfes in jede mögliche Richtung hin offen. Aber dann habe ich mir bei einem Schlag die rechte Schulter ausgekugelt und hatte höllische Schmerzen. Ich wusste erst gar nicht, was los war. In der Ringpause wurde die Schulter zwar wieder eingerenkt, aber eine Runde später, in der 11., war sie wieder draußen. Ich war verteidigungsunfähig, musste eine rechte nehmen und entschied mich dann fürs Aufhören. Die eventuelle Revanche mit Ralph im Sommer kann Thompson kaum noch abwarten. Die 2 Jahre in der Warteschleife haben ihn nur noch hungriger werden lassen. Beim gestrigen Treffen der beiden wünschte Thompson Rocchigiani den Sieg. Ich habe schon Respekt vor Ralph, aber nicht mehr als vor jedem anderen Boxer auch. Sein Sieg damals war sehr glücklich, aber das kann ich ja nicht ihm vorwerfen. Was mich nur ärgert, ist, dass es meine 6. Titelverteidigung sein könnte und nicht seine.
Mein sechster Zahltag und nicht seiner. Aber im Leben geht es nun mal nicht immer gerecht zu und im Boxen schon gar nicht. Sein Sieg war ein Witz. Gut, mittlerweile ist Carl Thompson die offizielle Nummer 1 der WBO-Weltrangliste und damit auch der offizielle Herausforderer des Siegers aus dem Kampf Rocky Gianni gegen Angern. Heute Abend hat er geboxt hier in Zürich, Carl Thompson gegen Keith McMurray aus den USA, und Matthias Neumann hat den über 8 Runden angesetzten Kampf für uns zusammengefasst. Und da haben wir Carl Thompson, seinen Kampfrekord. 20 Siege und 4 Niederlagen, 15 seiner 20 Siege durch K.O. Ein Mann mit einer eindrucksvollen Physis. Und hier Keith McMurray, ein klassischer Aufbaugegner. Er hat in seiner wechselhaften Karriere mehr Kämpfe verloren als gewonnen. Beim gestrigen Einwiegen, da gab er sich betont selbstbewusst, aber das hatte mehr etwas von Pfeifen im dunklen Wald. Denn als er Thompson auf der Waage sah, da wurde er dann doch ein wenig blass. Wir sind in der dritten Runde. Und die ersten beiden mit klaren Vorteilen für Thompson. McMurray, der größere Mann, auch mit Reichweitenvorteilen, aber die nutzt er nicht. Eigentlich von Beginn an im Rückwärtsgang. Thompson in den ersten beiden Runden etwas mit Problemen beim Finden der Distanz, aber inzwischen hat er das Timing gefunden. Hier eine gute Aktion von McMurray. Alles auf die Deckung. Ja, da beschwert sich McMurray, er bekäme ständig Schläge auf den Hinterkopf, aber das kann er selber vermeiden, indem er sich nicht immer abwenden. Systematisch bearbeitet Thompson seinen Gegner. Die linke Hand zur Vorbereitung und dann die schwere rechte hinterher. Er ist ganz eindeutig auf einen eindrucksvollen K.O.-Sieg aus. McMurray schon in dieser Phase mit konditionellen Problemen, kein Wunder. Er hat erst vor 3 Tagen davon erfahren, dass er hier boxen soll, und ist erst gestern aus den USA angekommen. Mit der Zeitumstellung keine einfache Aufgabe. Schöne rechte Hand von Thompson. Und zum ersten Mal McMurray mit Problemen. Da gehen ihm die Knie ein wenig weg. Und Thompson nimmt Maß. Und ein Standing 8 Count, ein Anzählen im Stehen. McMurray beschwert sich zwar, aber ich glaube, das hat eher Alibi-Charakter. Der Ringrichter aus der Schweiz, Franz Marti. Aber das macht McMurray ganz geschickt. Er ist recht beweglich. Klammert im richtigen Moment. Und Thompson mit leichten Schwierigkeiten. Vielleicht ist Thompson einfach zu sehr auf den einzelnen K.O.-Schlag aus. Die Runde mit 10 zu 8 an den Engländer, an Carl Thompson. Und McMurray hat eine weitere Runde überlebt. Runde 4. Thompson eindeutig der physisch stärkere Mann. Aber jetzt nicht einfach gegen diesen Ringfuchs, der schon 65 Profikämpfe auf dem Buckel hat. Viele große Namen geboxt, aber alle diese großen Namen haben ihn auch geschlagen.
Und das alte Spiel? Ja, er soll nicht ständig sich abdrehen und Toms nicht auf den Hinterkopf schlagen. Man muss natürlich sagen, dass Thompson in einem WM-Kampf eine ganz andere Figur abgeben würde. Den würde er sich auch ganz anders vorbereiten. Schöne Kombination jetzt des Engländers. Rechte Hand an die Schläfe, gleich noch eine hinterher. Und McMurray doch mit Problemen. Klammert jetzt. Und Carl Thompson, er lauert auf seine Chance. Also McMurray sollte sich nicht hier in der Halbdistanz auf einen offenen Schlagabtausch einlassen. Da zieht er mit Sicherheit den kürzeren. Schöne Rechte an die Schläfe des Amerikaners. Und das Trommelfeuer geht weiter. Jetzt wird es langsam bedenklich. Schöne Rechte auf die Schläfe. Uppercut. Und das war's. Ringrichter Franz Marti aus der Schweiz, er bricht ab. Denn Jean Diadori, der Sekundant McMurrays, er hat das Handtuch geworfen. Wilde Proteste des Amerikaners, aber ich denke, das ist okay. Er hätte den Kampf niemals gewonnen. Er hätte sogar im Zweifelsfall noch bös Prügel bezogen und da geht die Gesundheit natürlich vor. Sieger also durch technischen K.O. nach 2 Minuten und 15 Sekunden der vierten Runde, Carl Thompson. Er hat damit das Seinige für den großen Showdown im Sommer getan. Weiter geht's mit René Hiepen. Ja, vielen Dank, Matthias Neumann. Sicherlich keine beeindruckende Vorstellung des Briten, aber man muss dazu sagen, er hat seit 6 Monaten auch nicht mehr geboxt. Haben Sie Ihren Urlaub schon geplant? Die Urlaubszeit unter Palmen vielleicht im nächsten Monat. Wenn Sie ein echter Boxfan sind, dann packen Sie Ihre Plastikpalme aus, stellen Sie die neben dem Premiere-Decoder und bleiben Sie schön zu Hause. Denn die Rache, sie ist so süß. Rache ist süß. 4 Gegner, 2 Kämpfe, 1 Gedanke. Rache. Wollen auch Sie Rache, dann wählen Sie diese Nummer. 080 55 300. Sehen Sie live. Am 13. Juni. Die Rache des Tigers. Darius Michalczewski gegen Virgil Hill. Und am 28. Juni. Die Revanche. Evander Holyfield gegen Iron Mike Tyson. Holen Sie sich Premiere. Rufen Sie jetzt an. 080 55 300. Die ersten beiden Monate gibt's dann zum Preis von einem. Und dazu diese Boxhandschuhe gratis. Schlagen Sie jetzt zu. Rufen Sie an. Also das sollten Sie auf keinen Fall versäumen. 2 ganz, ganz große Boxkämpfe im Programm von Premiere. Und wenn Sie live dabei sein möchten, holen Sie einfach den Premiere-Decoder, wenn Sie noch keinen haben sollten. Worauf freuen Sie sich eigentlich am meisten beim Boxen? Auf einen schönen K.O., auf die Nummern-Girls, auf die letzte Runde oder vielleicht auf den Walk-In? Dann sind Sie bei uns richtig, denn er tanzt und boxt wieder, der kleine Prinz. Prinz Nassim Hammed. Er liebt die Show. Er genießt die Provokation. Der schnelle Knockout. Das Boxereignis. Am 3. Mai ab 22 Uhr. Prinz Nassim gegen Billy Hardy. Live, nur bei Premiere. Und dann ist unser kleiner Prinz Matthias Neumann für Sie vor Ort in Manchester mit dem Kollegen Matthias Preuß, der für Sie diesen Kampf kommentieren wird. Wir kommen nun zu den beiden Hauptkämpfern des heutigen Abends. Ralf Rokicani, der Weltmeister, und Stefan Angern, der nun zum zweiten Mal nach der Weltmeisterkrone greift. Tja, die Saliers sind recht unterschiedlich. Der Weltmeister bekommt knapp 1 Million Mark für seinen Auftritt heute hier in Zürich.
Und der Herausforderer, er hat sich hoch verschuldet, seinen Beruf dran gegeben, um einmal Boxweltmeister zu werden. Und er bekommt heute Abend schlappe 80.000 Mark. Aber er hat sich fest vorgenommen, diesmal hole ich mir den WM-Gürtel von Ralf Rokicani. Matthias Neumann kann es bezeugen, denn er hat harte Schweißarbeit im Ausland verrichtet. Die Idylle im Südwesten von London ist trügerisch. Im renommierten Peacock Gym schindet sich der Schweizer Vorzeigeboxprofi auf dem Weg zu seinem großen Ziel, Stefan Angern. Nach der Niederlage im ersten Kampf war die Vorbereitung auf das Rematch von noch größerer Intensität geprägt. Erst 4 Wochen im Gleason's Gym in New York, dann die 3 Wochen hier. Die Form scheint zu stimmen. Ich kann nur als Maßstab nehmen, was ich aus meinem Umfeld höre, zum Beispiel auch von Sparringspartnern in New York, mit denen ich erstes Mal gespart habe, zweites Mal wieder, parallel zur gleichen Zeit in der Vorbereitung, und die sind alle platt und sagen, ich sei viel, viel stärker. Nur im Boxen ist das eine unberechenbare Sache, da entscheidet der Tag X. Nur im Tag X war ich eigentlich meistens gut und somit bin ich optimistisch auch für diesmal. Im Sparring für das Rematch konzentrierte sich Angern vor allem auf 3 Dinge. Unter den Augen seines engagierten Coaches Hector Rocca, der ihn unermüdlich antrieb, arbeitete er an Körperhaken, um Ralf Rokicanis gute Deckung herunterzuziehen. An der Führhandarbeit im ersten Kampf kam Angerns Jab trotz der Reichweitenvorteile nur halbherzig und am Infight-Verhalten. The last fight we don't got time to work a lot of many things. Vor dem letzten Kampf hatten wir einfach zu wenig Zeit zur Vorbereitung. Jetzt haben wir eigentlich alles verbessern können. Sie dürfen nicht vergessen, dass Stefan im Vorfeld von Kampf 1 einen Leistenbruch hatte. Wir konnten weder Krafttraining machen, noch generell an Powerschlägen arbeiten. Darauf haben wir uns jetzt besonders gestürzt. Wir werden versuchen, ihn auszunocken. Angern, eigentlich eher ein Wettkampf, denn ein Trainingstyp, quält sich mit bewundernswerter Hingabe. Er glaubt an seine Chance. Schließlich war er im ersten Kampf körperlich viel schwächer und sah dennoch nicht schlecht aus. Ja, boxerisch, denke ich, wird das Gleiche auf mich zukommen wie letztes Mal. Ralf ist ein Instinktboxer, unberechenbar, boxt, wie es gerade kommt. Ich muss auf alles vorbereitet sein. Ortswechsel, das Universum Gym in Hamburg. Trainingsstätte des Berliner Weltmeisters Ralf Rokicani. Trotz einer Erkältung und des einen oder anderen kleinen Motivationsloches ist auch seine Vorbereitung mit Trainer Fritz Dunik insgesamt recht ordentlich verlaufen. Die physischen Werte sind gut, ebenso wie die nach dem Videostudium des ersten Kampfes speziell auf Angerns Schwächen einstudierten Schlagkombinationen. Ich denke mal, dass er nicht unbedingt markieren wird, weil da ist ja immer der EV ausgeliefert, dass er bei mir einen Konter drin läuft. Und das Risiko, denke ich mal, da wäre er dumm, wenn er das macht. Aber wenn er das macht, umso besser für mich. Aber ich denke mal, er wird schon versuchen, mich irgendwo lang zu halten und mich auf Distanz auszupumpen. Der Schlüssel zum vielleicht sogar vorzeitigen Sieg könnte für Rokicani aus folgenden Faktoren bestehen. Trommelfeuer auf die etwas fragile Mittelpartie des Schweizers, hin und wieder ein Aufwärtshaken, Angern ist in der Mitte recht offen und natürlich als erster den Jab etablieren, selber gehen und dann die schwere Rechte folgen lassen. Angern wird wahrscheinlich recht selbstbewusst agieren. Rokicani darf ihm nicht die Initiative überlassen. Ja, ich denke, dass Stefan auf alle Fälle versuchen wird, den Kampf zu machen. Ich meine, er war einfach nicht konsequent in Hannover. Und das haben wir an sich auch dort schon erwartet gehabt. Aber hier wird es sein. Und er ist der Herausforderer, er muss den Kampf machen. Und das kann nur unser Vorteil sein. Er wird sich da auch eine Marschroute zusammengelegt haben, bis ob die letztendlich nein aufgeht. Und wer dann flexibel hier noch ist, um sich schnell noch umzustellen im Kampf, das ist nachher die entscheidende Frage. Man kann sich nicht festlegen, und wenn es dann nicht klappt, naja, dann ist eben alles Mist in diesem Kampf und dann weiß man nicht mehr, was man machen soll. Man muss ja schon flexibel genug sein, sich innerhalb von Sekunden umzustellen, wenn das Konzept, was man sich vorher gemacht hat, nicht aufgeht. Erneuter Ortswechsel. Zürich gestern um 18.30 Uhr. Die Wiegezeremonie, das Limit 86,2 Kilogramm. Zunächst der Herausforderer, für Stefan Angern 84,9 Kilogramm. Dann der Weltmeister, ebenfalls 84,9 Kilogramm für Ralf Rokicani. Und auch die Zielsetzungen der beiden nehmen sich nicht viel. Ich würde sagen, ich gewinne so zweite Kampfhälfte. Irgendwo wird das Ende sein. Wir gehen davon natürlich aus, dass wir den Kampf gewinnen. Und wenn wir uns hier nicht über die Runden boxen müssen, dann freuen wir uns umso mehr. Wie gewohnt für Sie, viel Information vor unserem Hauptkampf, die WBO
Weltmeisterschaft im Cruisergewicht. Natürlich auch mal schöne Grüße nach Deutschland. Klaus-Peter Kohl, der Promoter von Ralf Rokitjani, kann heute Abend leider nicht hier sein, hat einen schweren Autounfall gehabt und liegt derzeit noch im Krankenhaus. Von hier aus gute Besserung. Ebenso gute Besserung auch an den Schützling von Boxuniversum. Kim Weber, der sollte heute eigentlich co-kommentieren, aber ich hoffe, er ist bald wieder auch auf den Beinen. Er hatte einen Motorradunfall, aber gute Nachrichten für euch beide, denn wir haben die Ergebnisse des Abends vorliegen und die Boxer aus Deutschland haben ganz hervorragend abgeschnitten, wie wir jetzt auf folgender Grafik sehen. Im Supermittelgewicht gab es einen Punktsieg für Mario Veit aus Cottbus über den Holländer Witteling. Dann gewann im Halbschwergewicht Thomas Ulrich, das werden wir uns gleich nochmal anschauen. In der ersten Runde gegen Miro Bricsch aus Hanau und in seinem achten Profikampf der Silbermedaillengewinner von Atlanta, Oktay Urkal, Ali von Kreuzberg, so wird er genannt. Punktsieg nach 6 Runden gegen den Jugoslawen, Smal und, wie vorhin bereits gesehen, Carl Thompson gegen McMurray, der TKO in der 4. Runde. Tja, und das war ein spektakulärer Erfolg von Thomas Ulrich. Er gilt ja als die deutsche Nachwuchshoffnung im Halbschwergewicht. Und wir schauen uns mal an, was er mit seinem Gegner am heutigen Abend veranstaltet hat. In der ersten Runde, der Kampf dauerte nur 30 Sekunden. Und da, kurz, trocken, die linke. Toller K.O.-Erfolg für den Mann aus Berlin, der ja auch in Atlanta die Bronzemedaille gewann. So, jetzt wird es so langsam Zeit. Ich höre gerade, mein Kollege Matthias Neumann hat noch einen Interviewpartner. Gehen wir schnell nochmal runter, bitte. So sieht's aus, René. Und zwar Bianca Tibusek, die Freundin von Ralf Rokitjani. Du musst es am allerbesten wissen. Wie ist er drauf? Wie fühlt er sich so ganz kurz vor dem Kampf? Er hat gut trainiert, hat sich gut vorbereitet. Ich denke, er fühlt sich gut. Bis gestern war er noch gut gelaunt. Heute musste man ein bisschen aufpassen, weil die Nerven, die haben natürlich schon ein bisschen mitgespielt. Er ist jetzt aufgeregt, war nur kurz in der Kabine, habe ihm wie immer kurz viel Glück gewünscht. Ich hoffe, es wird alles gut gehen. Hast du irgendwelche Veränderungen feststellen können in den letzten Wochen, Monaten zu anderen Vorbereitungen? Nein, überhaupt nicht. Es hieß, er hätte das ein oder andere Motivationsloch gehabt in dieser Vorbereitung im Vergleich zu anderen. Davon konntest du nichts feststellen? Ja, Motivationsloch vielleicht, weil er Stefan Angern, er hat ihn ja schon mal bezwungen. Und die Motivation vielleicht auf einen neuen, ich meine, der Gegner ist der gleiche. Da sich nochmal neu zu motivieren, ist natürlich irgendwo ein bisschen schwierig, kann schon sein. Aber die in der Schweiz ist natürlich das Publikum, denk ich mal, wird hinter Stefan stehen. Und damit hat aber Ralf keine Probleme, dafür hat er schon zu oft im Ausland auch geboxt. Er wird Ralf das wieder motivieren, auch wenn sie gegen ihn sein werden, das Publikum. Mit powert Ralf, denke ich mal, noch mehr an. Berliner sind auch dabei, sind genug hier, mit der Bahn, mit dem Auto, mit dem Flugzeug, also. Der nächste Kampf sollte Ralf heute Abend gewinnen, der steht ja auch schon fest, dann muss er gegen Carl Thompson ran. Du warst damals in Manchester dabei. Hast du da ein bisschen Angst um ihn oder stellst du dein ganzes Vertrauen voll in ihn auch in diesem Kampf? Also in Manchester, das war der einzige Kampf, wo ich wirklich am meisten Angst gehabt habe. Also in der ganzen Laufbahn, die Ralf bisher gemacht habe, habe ich bei dem Carl Thompson-Kampf in Manchester wirklich richtig Angst gehabt. Ich sehe diesen Kampf. Ja, Ralf, der trainiert lange mit Fritz Stunek. Er ist ein guter Trainer für Ralf. Und ich denke, er wird es schaffen. Alles klar, Bianca, vielen Dank. Liebe Zuschauer, Sie hören es. Der Jubel kennt keine Grenzen. Gleich geht's los, nochmal schnell zu René Hiepen. Ja, vielen Dank, soll einer sagen. Frauen haben keine Ahnung vom Boxen. Jetzt geht's los, liebe Zuschauer. Endlich zwei Zitate noch für Sie. Stefan Angern hat.